Hallo und willkommen zu Runde 6 von 9. Heute sind wir in Spanien und wir fangen natürlich gleich an. Wir erfahren gleich natürlich auch wieder spannende Dinge über die Strecke. Da werde ich nicht reinlabern, es sei denn, mich stört irgendwas. Nee, wird schon alles passen und wir sehen uns dann kurz vor der Einführungsrunde. Heute wird es bestimmt alles andere als ein entspannter Tag, denn heute steigt das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Die Strecke in Katalonien wurde erneuert und wir notieren den Wegfall der Schikane im letzten Sektor, was die Rundenzeit verkürzt und die Gesamtstrecke auf 4,7 Kilometer und 14 Kurven reduziert. Dies war die ursprüngliche Konfiguration der Strecke, die jedoch seit 2007 nicht mehr verwendet wurde. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Na, wenigstens einer Ferrari. Perez, Hamilton, Norris, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri. Ich glaube, ich bin 15. oder so geworden. Hülkenberg, Bottas, Stroll, Magnussen. Sainz. Yay, Ricardo, ich. Ocon, Albon, Tsunoda und Logan Sargeant. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Natürlich Sainz, auf jeden Fall. Ich bin ambitioniert Stefan heute. Stefan Brümer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gut, da sind wir. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Ja, ich werde dich doch nicht hängen lassen, mein Renningenieur. Hm, was nehmen wir? Nehmen wir die alternative Strategie, die ist nur eine Sekunde langsamer, nicht mal, und ich habe gelbe Reifen. Wenn ich rote Reifen aufziehe, haben wir keine Chance, weil dann muss ich nach 5 Runden rein und das zweite Paar auswählen. Gut. Einführungsrunde, können wir die Strecke noch mal ein bisschen verinnerlichen und uns darin üben, nicht in Magnussen reinzufahren. Das wird dann für den Start ganz besonders wichtig sein. Mal schauen, ob mir das gelingt. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen auf Temperatur zu bringen. Ja, ja, das ist nicht mein erstes Rodeo hier. Werd den roten Bullen hier schon richtig zureiten. Also, nee, den Red Bull nicht. Ah, bin ich mal gespannt, ob es heute reicht, Verstappen von dieser Position aus zu besiegen. Arg viel Gelegenheiten haben wir nicht mehr. Ist ja schon das 6. von 9 Rennen. Das heißt, 3 Stück kommen noch. Und wenn er dieses gewinnt und ich irgendwie ausscheide oder so, dann ist er zu weit vorne. Dann wird er auch meinen virtuellen Grand Prix hier gewinnen. Und das schmeckt mir gar nicht. Die haben den irgendwie auch hier im Spiel komplett unschlagbar gemacht. Hätten sie ein bisschen ausgeglichener machen sollen, meiner Meinung nach. Weil da hat ja wirklich keine AI-Chance gerade gegen ihn. Und ich mit meinen controllerfähigen Händen habe auch keine Chance. Naja, ist ja auch ein bisschen was schiefgegangen in den vergangenen Rennen. Wollen wir heute mal hoffen, dass da nichts passiert, dass ich meinen Rüssel von dem Arsch von anderen Autos fernhalten kann und mir nicht schon wieder die Nase breche. Ja, und hier ist dann die neue oder die wieder rückgängig gemachte Streckenänderung. Hier war immer so eine ganz, ganz miese Schikane. Die hat mich in Spanien immer zum Verzweifeln gebracht. Ich hoffe, das läuft heute besser ohne die. Schlechter kann es nicht laufen. Na gut, diesmal versuchen wir aber wirklich einen optimalen Startpunkt zu erwischen. Das ist mir die letzten Male nicht gelungen. Da war ich eigentlich richtig, aber dann hat das Auto nochmal einen Satz gemacht. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja! Perfekter geht nicht, würde ich sagen. Mehr als 0-0 geht nicht. Gut, die Ampeln gehen an. 5 rote Lichter.
Los geht's. Ja, nicht in jemanden reinfahren. Magnussen, bleib schön weg. Bleib schön weg. Oh, da ist eine Lücke neben Stroll. Wir bremsen aber gleich für die erste Kurve. Ich darf nicht auf Hülkenberg. Okay, ich habe Abstand gehalten. Ich will nicht, dass mich irgendeiner hier kassiert. Ich muss eine Championship gewinnen. Und ich bin, glaube ich, 50 Punkte oder ein bisschen mehr Zähler hinten, hinter Verstappen. Oh, der Unterboden ist schon beschädigt. Es fängt ja gut an, aber ist noch nicht so schlimm. Jetzt dürfen wir uns aber kein Ausrutscher mehr leisten. Sonst ist das Auto wieder am Arsch. Und da gehört es nicht hin. Da gehört es definitiv nicht hin. Komm schon. Alonso, kriegt mal die Runde noch. Aber ich darf nicht zu gierig sein. Aber ich bin so gern gierig in dem Spiel. Nein, ich habe das Einsatzlimit meiner Batterie erreicht. Ah, die ist dann jetzt wohl im Ruhestand. Zumindest für den Rest dieser Runde. Aber ansonsten lief der Start doch eigentlich ganz... würde sagen, der war ganz... ganz gut. Ordentlich Plätze gut gemacht. Auto ist mehr oder weniger unversehrt. Genau, wir sind auf Platz 9 vorgedrungen. Das heißt, 8 noch überholen und dann können wir uns mit Max Verstappen prügeln. So. So. Komm schon. Ich bräuchte DRS, aber das ist ja erst nächste Runde verfügbar. So, den haben wir jetzt runter von der Ideallinie gezwungen. Dann können wir hier vielleicht die Innenbahn... Ah, Mist, da ist wieder eine Innenbahn. Oh. Ein Glück hat der vom Kampf da abgesehen. Wäre der nach links weitergeblieben aus seiner Linie, wären wir beide stark beschädigt rausgekommen. Das ist zum Glück ausgeblieben. Kann nicht jedes Mal wegen einem abgefahrenen Reifen oder Frontflügel in die Box müssen. Ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen. Gut, die Batterie mache ich aus. Die darf sich mal für ein paar Runden wieder erholen. So, jetzt in der Runde, in der nächsten, wird endlich DRS freigeschalten. Das trifft sich ganz gut, weil wir sind definitiv im Fenster von Piastri. Das will ich hoffen und ich hoffe auch nicht, dass sich das weiter verschlimmert. Alonso holt auf, aber mit Riesenschritten. DRS ist doch noch gar nicht offen. Ist ja erst freigeschalten worden. Muss auch sagen, ich habe nicht unbedingt eine Ahnung, wo hier DRS-Zonen sind und wie viel es insgesamt sind. Vielleicht ist es nur eine. Ach, das... Das werden wir mal sehen. Ist schon gefährlich, wenn so ein anderes Auto einfach so bremst. Und die eigenen Bremsen mehr als den linken Trigger ganz runterdrücken, kann ich nicht. Wenn ich es mit mehr Kraft versuche, hat es leider keine Auswirkung auf meine Bremsen. Nur auf meinen Finger. Und vielleicht auch auf die Langlebigkeit meines Controllers. Da muss ich echt häufig wechseln. Oh, DRS-Zone. Da ist er perfekt den Knopf gedrückt. Das Problem ist, die vor mir haben auch DRS. Oh, ich glaube, da stecke ich meine Schnauze nicht links vorbei. Das wäre böse ausgegangen. Oder hätte böse ausgehen können. Da versuchen wir einfach den taktil so vorzubereiten, dass wir den an einem gescheiteren Ort überholen. Na, die Schikane ist zwar weg, aber ich fahre immer noch scheiße hier rum. Vielleicht liegt es ja einfach an der Strecke insgesamt und nicht explizit an der Schikane, die nicht mehr da ist. Alonso hat seinen Platz zurückgeholt. Das ist nicht schön. Aber den kriegt man gleich wieder. Spätestens in der nächsten DRS-Zone. Aber ich glaube schon jetzt, wenn wir vorne die Innenbahn haben. Mensch, der verteidigt aber auch wieder einen Wolf hier. Ah, wieso lässt mich der zweimalige Weltmeister nicht einfach vorbei? Kann ich gar nicht verstehen. Schon wieder so knapp. Im richtigen Rennen hätte es jetzt einen Klaps auf die Pfoten gegeben. Das war nicht so koscher, das Manöver hier. So erlaubt war das nicht, ihn zu überholen. Vielleicht ja doch, keine Ahnung. Von dieser Kameraperspektive habe ich nicht gesehen,
ob noch einer der Reifen auf der Strecke war oder nicht. Das Spiel beschwert sich aber nicht und dann beschwere ich mich auch nicht. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Mit dieser Entscheidung vom Spiel. Auf irgendwas muss man sich ja in diesen chaotischen Zeiten verlassen. Und dann doch lieber eine Spiel-AI. Okay, hier ist zumindest noch eine DRS-Zone. Randa, Batterie ist an. Wir müssen auf jeden Fall an Piastri vorbei. Ah, schaut euch mal an auf der Minimap, wie Verstappen schon wieder vorgelegt hat. Keine Ahnung, was der immer frühstückt vor so einem Rennen. Aber ich will das gleiche mal haben. Na komm schon. Den Piastri kriegt man aber. Ah, nicht hier. Nicht hier. Da sind wir ganz vorsichtig. Da sind wir ganz vorsichtig. Ich weiß ja, was passiert, wenn wir nicht vorsichtig sind. Aber hier ist eine gute Gelegenheit. Beinahe ein Flügel abgefahren an Norris. Und ich wollte nicht gierig sein. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich bin gierig. In dem Spiel... Naja, es heißt ja auch, man ist kein Rennfahrer mehr, wenn man nicht mehr auf die Lücke drauf zugeht, die sich einem darbietet. Also, ich bin ein echter hier Arcadie-schlechter Rennfahrer, aber ich bin einer. Schlechteste Rennfahrer, von dem ihr gehört habt, aber ihr habt von mir gehört. Zumindest wenn ihr bis hier hingeschaut habt, hört ihr aktiv meine Stimme und meine Verzweiflungsschreie. Gut, die... Da mute ich das Mikro. Nee, die kommen aktuell noch nicht. Das kommt dann eher gegen Ende wahrscheinlich wieder. Oder wenn ich doch irgendwo drauf semmel. Hoffen wir mal, dass jetzt hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und dass ich die vor mir auf legalem Weg überhole. Ja, guckt mal. Wir sind fast an Russell dran. Wie ein Stück Klopapier nähern wir uns seinem Arsch. So muss es sein im Motorsport. Ich frag mich, warum die mich noch nicht als offiziellen Moderator eingeladen haben. Ich kann ja für Sky Deutschland moderieren, falls das noch existiert. Ich sehe die Formel 1 Rennen ja über F1 TV Pro. Mein Abo läuft da zum Glück noch. Und ich muss nicht auf Sky ausweichen. Weil dann weiß ich echt nicht, was ich mache. So ein Saftladen. Ah, ist das schön. Hiernach noch drei Rennen und die Formel 1 beginnt wieder für 2024. Ach, ich hab sie vermisst. Vermisse jeden Sonntag schmerzlich. Das ist echt eine meiner Lieblingsaktivitäten. Mich über Ferrari aufregen. Und über alles Mögliche. Aber Mensch, macht das Spaß. Ich hoffe, da sind einige gute Dinger in dieser Saison dabei. Ich lasse mich da, habe ich schon mal erwähnt, nicht spoilern. Das erste, was ich sehen werde, ist wahrscheinlich das Qualifying, um mal so ein erstes Schnupperchen reinzuhalten. Also keine Preseason-Tests oder sonstige Schlagzeilen, das habe ich alles ausgeblendet. Ich werde das einfach genießen, wie es kommt zur richtigen Zeit. Ist eben meine Strategie, was sowas angeht. Und natürlich hilft es hier auch ein bisschen in der Off-Season, in der Nicht-Saison, ein bisschen Formel 1 zu fahren. Da kommt ein bisschen... Oh, die Lust kommt auf jeden Fall zurück. Nur nicht, wenn man Verstappen schon wieder ganz vorne sieht. Ist zwar ein super Typ, aber doch nicht hier im Spiel. Ich will doch eine Chance. Bis jetzt aber überraschend gut gegangen hier. Kein Safety Car, kein Unfall, kein gar nichts. Nicht mal eine gelbe Flagge. Noch nicht mal eins dieser vielen Schilder habe ich umgenietet. Das ist mir gerade nur aufgefallen, weil ich gerade einem so nah gekommen bin. Oh je, 7 Runden und die Reifen sind schon gelblich angeschwächt. Und an Russell mache ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so viel. Abstand gut. Müssen wir mal schauen. Die Batterie lädt sich ja zum Glück auf. Aber ich glaube, wir sind ein ganzer DRS-Train. Jetzt vielleicht. Okay, der verteidigt auch. Dann die Außenbahn. Da ist der Grip schon weg. Aber wir haben ihn. Wir sollten ihn kriegen, weil jetzt haben wir die Innenbahn und damit ist das Ding eigentlich geritzt.
Das ist gebongt. Ich frag mich echt, warum die mich nicht als Moderator hier einstellen. Läuft doch alles super. Sieh sie dir mal an. Was, neue Rennstrategie? Bestätige. Ja, gut. Früher rein hilft mir natürlich. Ich bin echt nicht gut zu den Reifen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Controller anders machen sollte. Reifen schon habe ich hier noch nie verstanden. Mit Controller, also wenn man dann irgendwie mit Lenkrad und entsprechenden Pedalen fährt, vielleicht ein bisschen. Aber ich bin einfach nicht so feinfühlig am Controller. Muss halt so reichen. So, Runde 9 ist schon... Ne, die hat hier gerade begonnen. Runde 8 liegt hinter uns. So, jetzt aber Hamilton und Perez. Die sind so schön langsam. Ich glaube, der Perez hält Hamilton gerade auch ganz schön auf. Das ist natürlich gut für mich. Und da vorne ist Leclerc. Gut. Also Platz 2 ist in Sicht. Ja, und Verstappen ist schon wieder eine halbe Runde weiter vorne. So sollte das nicht sein. Nächstes Mal, wenn ich sowas mache, stelle ich es vielleicht auf Equal Performance. Obwohl, vielleicht auch nicht. Mag ich eigentlich schon, dass die Teams unterschiedliche Stärken haben. Dass man auch in einem dann sich ein besseres Auto nehmen kann, sich ein bisschen schlechter qualifiziert und dass die Rennen dann spannender werden. Also im Sinne von Reverse Grid wird ja auch ab und zu diskutiert, aber das ist ja merkwürdig für eine Weltmeisterschaft. Also mal zum... Ja, das erste Schild musste dran glauben und mein Platz auch. Also für eine richtige Weltmeisterschaft finde ich so ein Reverse Grid schwachsinnig. Zum Entertainment wäre das natürlich richtig, richtig gut. Aber das darf dann natürlich nicht zählen zur Leistung vom Team und den Fahrern. Na, hier lieber nichts riskieren. Wir werden rankommen. Russell ist nicht... Was? Die sind eine... Das sehe ich anders. Vielleicht hat Russell... Oh, jetzt wäre der Flügel aber beinahe wirklich beschädigt. Gerade noch so rechtzeitig gebremst. Komm schon, wieso sind die Silberpfeile gut? So Silber sind sie ja gar nicht mehr. So schnell heute. Nee, aber überholt. Und damit ist es super. War aber nicht die beste Aktion. Ach, und jetzt kommt der auch nochmal zurück, weil er DRS hat. Aber ich habe die Innenbahn, mein Freund. Da geht nichts an mir vorbei. Glaube, ich müsste mein Auto einfach doppelt so breit haben. Wäre ja viel leichter. Nicht zum Überholen, aber um Plätze zu behalten. So. Glaube, die Kurve nehme ich... Zumindest in einer ganz okayen Linie, aber wahrscheinlich viel zu langsam. Fühlt sich viel zu langsam an. So. Die hat wieder DRS hinter mir. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir so gar nicht. Aber jetzt habe ich, glaube ich, was gut gemacht in der Kurve. Russell ist ein bisschen distanziert. Und wir sind wieder nah an Hamilton und Perez. Hoffentlich nicht zu nah. Und stecken dann wirklich irgendwie hinten drin. Nein, nein, ja, ja. Ach, diese Deichbombs von Max Verstappen sind doch effektiv. Also das ist ja sein Racing-Stil hier ein bisschen, was man so als Arcade-Racer macht. Einfach mal das Auto reinhängen und auf Glück hoffen, dass der andere weiterrennen möchte. Mag ich eigentlich sehr als Taktik. Und Perez... Ja, du hast die Außenbahn. Na, noch ist er da. Das gab Kontakt. Ich habe auch keinen gescheiten Grip mehr. Das gab doch eine kleine Rangelei. Komm schon. Und der nächste ist mein werter Teamkollege. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Finde ich gut, die Reifen sind Mist.
auf harten Reifen, die halten zumindest eine ordentliche Weile. Das spielt mir ganz gut in die Karten. Vielleicht sollten wir auch... Nee, Runde 14 wird passen. Das Problem ist, wenn Verstappen vor mir reinkommt, das kann ich gar nicht leiden. Weil dann wird er nochmal ein paar Sekunden weiter weg sein. Ich schätze mal, der Undercut ist hier wirklich, wirklich wirkungsvoll. Vor allem mit meinen Reifen kann ich nicht mehr die guten Zeiten rausholen. Da braucht man schon frischere. Wollen wir einfach hoffen, der kommt irgendwie Runde 15 oder 16 rein, dann haben wir eine Chance. Ah, Verstappen ist ja krass drauf, der fährt auf Soften. Wieso macht er denn sowas? Und wie halten seine Soften so lang? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,1 Sekunden. Ja, das kann ich sehen. Könnt ja Charles schon mal Bescheid sagen, dass ich hier vorbei will. Komm schon. Oh. So wie ich den Körb da immer wische, geht das wahrscheinlich irgendwann trotzdem nochmal auf den Unterboden. Aber wir kommen an Leclerc ran. Ich glaube, eine halbe Sekunde haben wir in der letzten Runde aufgeholt. Das sieht auch wunderbar aus. Und noch zwei Runden und ich krieg endlich neue Schuhe. Neue, weiße, schöne Reifen, die nicht so rumsliden. Da freue ich mich echt immens drauf. Das hält hier gerade nur noch mit Mühe und Not und sehr langsamer Geschwindigkeit. Na komm, Leclerc. Dich kriege ich. Wehe die bei in unserer Ferrari Pit Crew priorisieren dich und du kommst jetzt in der Runde rein. Das wird mir auch nicht schmecken. Wir werden sehen. Na komm schon. Boah. Ich kann verstehen, warum sich die Rennfahrer immer über ihre Reifen beschweren nach ein paar Runden. Zumindest wenn das Spiel das gut abgebildet hat, dann verstehe ich's. Na komm. Okay. Leclerc war nicht drin, Verstappen ist nicht drin. Wunderbar. Das werden wir auch gleich tun. Ja, vielleicht kriegt man Leclerc noch in der Runde. Nee. Aber ich könnte meine Batterie entweder jetzt verwenden, um jetzt eine schnelle Runde zu machen, oder dann später mit frischen Reifen. Ich glaube, so eine Kombination wäre eigentlich das Geschickteste. Jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Batterie, damit wir hier nochmal eine gute Zeit haben, dass wir einen möglichst guten Undercut hinbekommen. Oh, Verstappen ist nicht in der Box. Das wird irgendein Williams gewesen sein, den ich auf der Minimap da beäugt habe. Verstappen ist ja noch nicht über die Startziellinie gefahren. Das passiert erst demnächst. 11 Sekunden hat der hat das Freundchen Vorsprung. Ich glaube, da ist immer auch eine Sekunde näher gekommen, aber noch nicht genügend näher gekommen. Jetzt ist die Frage, ist er in der Box? Hier geht's hier gar nicht rein. Hier geht's rein und ja, er ist in der Box. Oh je, dann wird Leclerc wieder gefickt, was die Strategie angeht. Naja, sind wir gewohnt, ist Ferrari. Damit kommen wir klar. So, schön, diesmal harte Reifen. Damit kann ich hoffentlich den Einstopper wirklich zu Ende bringen. Die Stoppzeit sieht gut aus, wir sind sehr zufrieden. Danke, ich auch. Zur Abwechslung mal ich auch. Es sei denn, jetzt kommt ein Safety Car. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja. Bleib schon hier. Kann ja gar nichts machen. Ich habe die Steuerung erst wiederbekommen nach der weißen Linie. Das ist nicht in jedem Rennen so. Ich glaube, im vorletzten bin ich über die weiße Linie gefahren. Hat aber keine Strafe gegeben, interessanterweise. So. Jetzt aber schöne Rundenzeiten hinlegen. Wird mich echt interessieren, wie weit Verstappen jetzt weg ist. Ob das bei den 11 Sekunden geblieben ist oder ob der seinen Vorsprung jetzt mit neuen Reifen wieder ausgebaut hat.
Auch die Reifen, auf denen er ist, würden mich interessieren. Wenn er ganz krass drauf ist, hat er jetzt die gelben. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. So, an Joe geht's wieder vorbei. Ich dreh mich. Ich dreh mich. Das hat Zeit gekostet. War zum Glück nur ein leichter Slide. Okay, so kann man ihn auch überholen. Er fährt einfach in die Box. So, Batterie an, DAS an. Und jetzt schön vorwärts preschen. Ja, komm. Schön die Kurve nehmen. Keine Zeit verlieren, schön abkürzen. Muss auch mal sein. War, glaube ich, noch nicht so schlimm. Und dann wollen wir wieder Perez kassieren. Ich glaube, der war noch nicht drin. Was ist denn mit dem passiert? War das wegen der Kollision vorhin, die wir mit ihm hatten, oder ist er einfach gerade langsam? Oder ist er auf neuen Reifen? Weil er irgendwie in der Box davor war. Keine Ahnung, bringt ihm nichts. Wir kommen auf jeden Fall vorbei wieder. Der ist echt, echt langsam gerade unterwegs. Das können keine frischen Reifen sein. Dräng mich doch nicht ab. Ja, ja, ist ein gutes Recht. War seine Linie. Ich habe jetzt DRS. Gut. Außenbahn. Letztes Mal haben wir ihn auf der Innenbahn überholt. Jetzt auf der Außenbahn in der gleichen Kurve. Das ist doch schön. Charles ist in der Boxengasse. Dann hoffen wir, dass wir erster, vor ihm bleiben. Erster sind wir ja noch nicht. Da arbeiten wir uns erst drauf hin. Ja, er steht noch in der Box. Ja, haben ihn noch rechtzeitig überholt. Wo ist denn eigentlich Verstappen hin? Den vermisse ich gerade irgendwie. Ach, Viertelrunde weiter vor mir. Na, das erklärt's. Ich sehe halt gerade seine Zeiten nicht wirklich, weil ich nur die von Piastri und Russell sehe. Da muss ich einfach warten, bis die auch in der Box waren. Und dann geht's um den Kampf um Platz 1. So, Piastri ist auf jeden Fall. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Na, das wird immer weniger. Piastri ist auf jeden Fall sehr langsam gerade. Ich schätze mal, der kommt jetzt auch mit seinen Mediums in die Box. Ja, da geht er. Mensch, die Kurve hat es mir echt nicht angetan. Ja, immerhin die schnellste Runde. Muss auch mal sein. Verstappen 9 Sekunden weg. Also nochmal 2 Sekunden aufgeholt auf ihn. Das muss aber so weitergehen. Und der ist ganz krass, der hat tatsächlich auf gelb gewechselt, auf gelbe Reifen. Was für eine Strategie. Soft und Medium. Davon kann ich nur träumen mit meinem Reifenverbrauch. So, hier schön rum. Ohne zu sliden und dann, ja, immer nach vorne. Eine Person müssen wir noch einholen und das ist Verstappen. Hamilton muss garantiert auch in die Box. Da er wahrscheinlich auf harten Reifen gestartet ist, wird es aber noch ein paar Runden dauern. Sonst hätte es ja gar keinen Sinn gemacht. Komm schon. So, wieder eine Sekunde aufgeholt, fast auf Verstappen. Das ist ja traumhaft. Das ist ja traumhaft heute, wie das klappt. Hier sind auch nicht so viele enge Wände, wogegen ich fahren kann. Das wird dann gegen Ende der Saison spannend. Ich glaube, da steht Miami und Las Vegas an. Als Runde 8 und Runde 9. Das wird... Okay, Hamilton war in der Box. Hat auch Medium gewechselt. Das ist natürlich auch eine dämliche Strategie jetzt. Obwohl, da muss er 14 Runden auf Gelb fahren. Das kriegt er hin. Das haben... Hab selbst ich geschafft. Also, das wird schon gehen. So, Verstappen baut leider seinen Vorsprung weiter aus.
Na, das schwankt so zwischen 8 und 8,3 Sekunden Abstand. So ein Safety Car wäre jetzt aber sehr Premium, wie die Jugend heutzutage sagen würde. Das wäre echt Premium. Ich glaube, durch Sektor 2 und 3 bin ich deutlich schneller als er. In Sektor 1 hat er die Nase vorne. Na komm, rum du Ferrari. Kontrollier dich doch nicht so schwer in Kurven. Ja, diesmal war die Kurve ganz in Ordnung. Zur Abwechslung mal. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Ja, wenn man Verstappen einholen will, muss man das auch irgendwie machen. Kein schöner Kurvenexit. Da musste ich abkürzen, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Spiel hat sich aber immer noch nicht beschwert, also was soll's? Ja, aber hier, wie gesagt, Verstappen holt hier immer ein bisschen auf in dem Sektor und dann in 2 und 3 oder nur in 3 wird es dann wieder ein bisschen besser für uns. Wundert mich aber nicht, dass er hier ein bisschen Vorsprung rausfährt. So wie das gerade gelaufen ist um die letzten 3 Kurven, kann ich es gut nachvollziehen, dass man da Abstand zu mir gewinnt. Möglichst schnell sogar. Komm schon, wir müssen ihn besiegen. Sonst sind wir praktisch chancenlos. Ich bin so ungern chancenlos. Ich spekuliere ja immer noch drauf, dass er irgendwann mal einen Motorschaden hat. Ah, Träume sind Schäume, wie man so schön sagt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, obwohl alles passieren kann. Selbst wir können einen bekommen. Da kann ich dann wieder anfangen zu fluchen. Also wir sind echt gerade in einem großen Sandwich zwischen Verstappen und Leclerc. In beide Richtungen 8 Sekunden. 8,8 Sekunden. Ja, ich hab's gerade gesehen, das ist... Weiß nicht. So einsam hier. Vielleicht überrunden wir bald ein paar. Na, das dauert noch. Irgendein Alfa Romeo ist, glaub, auf dem letzten Platz, so wie das aussieht. Da komm schön rum hier. Oh, Verstappen hat wieder eine Sekunde Abstand gewonnen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich merke, dass meine Reifen auch nicht mehr... Also sie sind noch gut, aber sie sind nicht mehr so gut, wie sie direkt nach dem Boxenstopp sind. Vielleicht waren meine Runden, die ich hier gedreht habe, die letzten zwei auch nicht besonders schön. Das erklärt dann auch noch mal ein bisschen Zeitverlust. Wie soll ich den Kollegen denn einholen? Ich wünsche mir ein Safety Car. Und zwar eins, das ich nicht verursache. Dann können wir schön auf softe Reifen gehen und dann ja, alle besiegen, die sich hier anbieten. Also die Kurve läuft so gar nicht mehr. Vielleicht bin ich da auch zu gierig und bremse die 100 oder 50 Meter zu spät und dann reicht es nicht mehr rum. Und das kostet natürlich auch Zeit. Oh, Verstappen baut auf. Verstappen baut wieder seinen Abstand aus. Na egal, aber bis jetzt ist es ja ein ganz, ganz gutes Rennen für mich und Ferrari. 2 und 3 ist schon nicht schlecht. Das ist in der Saison nicht so oft vorgekommen. Obwohl ich es gar nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Am Anfang der Saison auf jeden Fall... Alonso und glaub Leclerc und ab und zu auch mal Sainz, die richtig gut waren. Gegen Ende dann eher die McLaren und auch Mercedes wieder. Da ist Ferrari, hat auch viel Pech gehabt und hat sich auch viel in ihrer Verwirrung viel Schaden selbst zugefügt. Dafür ist man Ferrari-Fan. Kann jetzt nicht sagen, dass ich einer bin, aber mögen tue ich sie. Diese Saison habe ich auf jeden Fall für Max Verstappen mitgefiebert. Deswegen mag ich es aber nicht, dass er hier auch gewinnt. Muss mir mal anschauen beim nächsten
Rennen, also beim ersten Rennen der Saison, für den ich dieses Jahr sein werde. Vielleicht für Piastri. Der hat auch eine riesige Leistung hingelegt. Vielleicht auch Norris. Norris und Piastri mag ich, glaube ich, mitunter am liebsten. Aktuell muss mal nachdenken. Obwohl, da sind viele auf Rang 1 und dann irgendwann, glaube ich, der unbeliebteste bei mir ist tatsächlich, oh, da müsste ich die Namen nochmal sehen. So viel kenne ich ja nicht. Magnussen und, wie heißt er denn? Keine Ahnung. Magnussen wirkt auf jeden Fall nicht so sympathisch von dem, was man sieht. Ich habe natürlich nichts gegen ihn. Ich würde nur nicht sagen, er ist mein liebster Fahrer. Nur nicht falsch verstehen. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen etwa 10 Sekunden. Gib weiter. Jo. Das musst du mir nicht erzählen, das sehe ich und ich bin traurig deswegen. Wir haben noch etwas weniger als 10 Runden zu gehen. Und so fühlt sich's gerade auch an, dass wir zu Fuß laufen, während Verstappen irgendwie mit seinem E-Scooter vor uns wegprescht. Ah. Naja, wir hoffen einfach auf das Safety Car und eventuell auf den Motorschaden von Verstappen. Die können ja nicht alles perfekt machen. Irgendwann müssen sie auch mal einen leichten Dämpfer bekommen. So, rum hier. Das hier ist auch eine miese Kurve. Da bin ich immer geneigt abzukürzen und lasse wahrscheinlich so viel Zeit liegen. Das ist schon was. Ich glaube, da werden sich einige Formel 1 E-Sportler, wenn sie das sehen würden, so richtig mit der Hand ans Gesicht schlagen. Kann ich ihnen auch verzeihen. Ich bin halt so ein normaler Arcade Racer, mag Formel 1 sehr gerne und ich versuche das Format möglichst unterhaltend zu gestalten. Ähnlich wie ein Formel 1 Rennen. Da wir gerade kein Auto in irgendeiner Nähe hat, fühlt sich es gerade wahrscheinlich an wie eins der langweiligeren. Außer für mich, weil für mich ist es gerade spannend, das Auto noch irgendwie im heilen Zustand irgendwie auf Platz 2 ins Ziel zu kriegen. Ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Überholmanöver hätte ich mir schon jetzt gewünscht. Geht halt schlecht, wenn das Feld wirklich so verteilt ist. Auf der Minimap sind da wirklich viele Abstände zwischen den Einzelnen. Und wenn Verstappen so schnell ist und man irgendwie auf Platz 1 fahren will, dann ist es... Muss mal schauen, ob man irgendwie im Mittelfeld dann die Action will oder sich wirklich mit der Nummer 1 bettelt. Im wahrsten Sinne des Wortes Nummer 1, die hat er sich ja genommen. Hätte ich tatsächlich auch gemacht. Wenn die verfügbar wäre, warum denn nicht? Besser als Nummer 44, wie Hamilton hat oder so. Keine Ahnung, vielleicht bedeutet die Zahl ja was für ihn. Ich hab's vergessen, falls ich es mal gewusst hatte. Bin ja auch nicht ganz sicher, ob es die 44 ist. Ich glaube schon, die Weltmeister wählen sich ja immer so Schnapszahlen aus. Also 33 war, glaube ich, Verstappen, bevor er die 1 hatte. Ja, keine Ahnung. Das ist nach der Winterpause... Oder während der Winterpause wieder gelöscht geworden. Es wurde wieder gelöscht und das dürfen die dann die englischen Kommentatoren mir wieder schön einblauen über die wunderbare, hoffentlich wunderbare 2024er Saison. Wer ist denn da vor uns? Wir überrunden ja tatsächlich ein. Sah ein bisschen so aus wie das Auto von Leclerc, aber der ist ja noch hinter mir. Das wäre dann sehr komisch gewesen, aber ich glaube, das ist ein Alfa Romeo. Sieht aber echt aus wie ein Ferrari von weiter hinten. Jetzt nicht mehr. Merkwürdig. Ist das dann Bottas oder Joe? Ist Joe überhaupt bei Alfa Romeo? Ja, müsste er sein.
Geh mal einfach mal davon aus, dass es einer von den zwei ist, die uns gleich Platz machen werden. Bottas! Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,0 Sekunden. Die Firma dankt. Oh, geh doch rum, du rote Gurke. So, jetzt muss ich trotzdem noch irgendwie in 6 Runden 9 Sekunden auf den Führenden aufholen. Mit Reifen, die sich nicht mehr als solche bezeichnen lassen sollten. Ich glaube, so rund sind die auch nicht mehr. Ja, so Eierform. Oder zumindest ganz poröses, eckiges, gesteinsartige erste Versuche von einem Rad hinzubekommen. So fühlt es sich gerade in den Kurven zumindest an. Naja, wir werden damit hoffentlich ins Ziel kommen und unseren zweiten Platz behaupten. So, Batterie war ewig nicht an, hat sich aber leider auch nicht so viel aufgeladen. Die zieht ja immer ein bisschen auf der Gerade und das ist anscheinend keine Strecke, wo die immer voller wird, sondern eher immer leerer. Ich kann leider nicht komplett blockieren, dass die Energie zieht, weil ich würde sie gern mal auf 100% oder so laden, kann ich aber nicht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Strecke hier in Spanien. Bin ich auch relativ oft gefahren in den Formel 1 Spielen. War vor allem früher, glaube ich, so, dass man das AI-Setting dafür, dass man wirklich was Kompetitives dann irgendwie machen will, gegen die AI mit dieser Strecke hier gewählt hat. Weil das alle Arten von Kurven hatte. Jetzt eben nicht mehr, weil die Schikane weggefallen ist. Ja, zumindest war das früher in irgendeinem Guide beschrieben, dass man eben das AI-Level hier am besten festlegen kann. Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte hier am Spiel, ist das KI-Level, weil es passt einfach nicht. Auf einer Strecke fühlt sich KI-Level 80 gut und kompetitiv an, so wie es sein sollte. Auf einer anderen Strecke muss man 60 nehmen oder 90, das ist total verworren seit Jahren. Das KI-Level in Qualifying ist 20 Level immer zu hoch, also wenn man gut im Qualifying sein will, muss ich zum Beispiel das KI-Level 20 Werte, 20 Zähler runterstellen im Vergleich zu dem, wie ich das Rennen fahre. Das ist einfach so ein Aufwand und keine geschmeidige Erfahrung, Das verdirbt mir tatsächlich öfter mal den Spaß. Deswegen habe ich jetzt auch Forza Horizon 5 nochmal let's played. Komplett durch, von vorne bis hinten, gab 30 Folgen und ich hatte da wirklich einen Spaß. Die AI ist natürlich da arcade-mäßig eingestellt, dass man eben halbwegs spannende Rennen im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Rennens hat, seine Überholmanöver machen kann und dann die Kiste nur noch sicher nach Hause bringt. Die AI wartet auch ein bisschen auf einen, wenn man komplett abgeschlagen ist. Halt Arcade-Stil. Aber es hat einfach Spaß gemacht, sich nicht drum kümmern zu müssen. Wenn es zu einfach ist, ja, dann stellt man es ein Ding hoch. Wenn es zu schwierig ist, ein Ding runter. Aber hier gibt es einfach keine Konsistenz. Weder bei Ferrari, noch was die Spiel-KI angeht. Deswegen, ja. Ansonsten finde ich das Konzept von Multiplayer-Rennen hier richtig geil. So wie es umgesetzt ist und so wie die Online-Rennen laufen. Ja, definitiv nein dazu. Das ist unerträglich. Hatte ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mir irgendwie so ein Discord suche, wo die interne Rennen dann veranstalten. Das stelle ich mir noch spaßig vor, aber so gut bin ich dann halt auch nicht.
Ja, ist ein bisschen. Bisschen schade alles, weil ich bin eigentlich schon ein sehr kompetitiver Mensch. War natürlich nie im Pro- oder ansatzweise Pro-Level bei irgendwas. Aber kompetitive Grundeinstellungen habe ich trotzdem. Und deswegen wird es mir sehr viel Spaß machen, hier wahrscheinlich mit 22 anderen am besten ein schönes, langes, volles Rennen zu haben. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Und dann sind die Server nicht so gut oder generell, wie es umgesetzt ist, dann leckt es und dann, ja, einfach noch nicht das Wahre. Aber wer weiß, vielleicht wird die 25er Version besser. Ich glaube es natürlich nicht, aber die Hoffnung stirbt, wenn das Spiel rauskommt. So ungefähr. So, das ist auf jeden Fall ein Williams vor uns. Wie viele Runden? 3? Gut. Das reicht ja diesmal hoffentlich über die Ziellinie. Ich denke mal, das ist Sergeant vor uns. Ja, gerade steht's dran. Über seinem schönen blauen Auto. Ach, der arme Junge, unter wie viel Druck der steht. Weiß gar nicht, ob er dieses Jahr noch dabei ist. Das erfahre ich dann am 1.3. oder 2.3. Oder wenn es jemand von euch in die Kommentare packt, das kriege ich natürlich auch mit. So, vorletzte Runde. Wenigstens noch ein Überholmanöver, das sehr einfach wird, weil der mich vorbeilässt. Also ist zumindest mal wieder ein anderes Fahrzeug im Bild. Und das ist manchmal alles, worauf es ankommt. So. Reifen sind wirklich gut abgeschrabbelt. Es wird immer schlechter. Das klingt logisch und ist es eigentlich auch. Mehr Abnutzung, mehr schlecht. So die Devise beim Rennfahren. Muss man halt irgendwie mehr rollen. So, wie viel Sprit habe ich denn noch? Oh, Kurve beinahe verpasst. Passiert ja eh nichts mehr. Verstappen 8 Sekunden voraus. Leclerc 14 Sekunden zurück. Glaubt, wir sind sicher, wenn ich es nicht so dermaßen noch verdaddel. Beinahe verdaddelt. Na gut, kann Verstappen ja noch einen Motorschaden kriegen. Noch ist nichts vorbei. An der Ziellinie wird dann erst geheult. So. Ach, aber ansonsten war das eine schöne, entspannende Sonntagsfahrt. Obwohl das heute Donnerstag ist, wo ich das aufnehme. Ich habe ja gewisse Upload-Zeiten, weil mein Glasfaseranschluss noch nicht verfügbar ist. Und YouTube braucht bei 4K eh immer ein paar Stunden, um das wirklich nochmal zu komprimieren. Deswegen kann ich das leider nicht Samstagabend aufnehmen, sonst wäre Sonntag keine Episode zur Verfügung. So, da sind ja noch ein paar Kandidaten, eigentlich ganz viele, die sich jetzt überrunden lassen wollten, also... Wenn das jetzt noch ein paar Runden weitergegangen wäre, hätten wir wieder schön Überholmanöver. Das sieht ja fast nach 10 Leuten aus, die da hintereinander umherschleichen. Aber für die ist das Rennen natürlich gleich auch vorbei. Verstappen Achtung, ist über die Achtung. Ziellinie und damit endet jetzt das Rennen. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. War es Verstappen? Ja, ein Platz. Wer war das denn? Nicht Verstappen, ich bin Zweiter geworden. Das ist eine fantastische Belohnung dafür. Yay, wieder Fahrer des Tages. Na gut, diesmal habe ich auch keinen Frontflügelschaden bekommen. Ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Yay. Ordentlich Selbstvertrauen für das Feiert doch mal mich. Nicht nur Verstappen.
Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer das gute Auto. Und die KI. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Ich habe seit Corona auch ordentlich zugelegt. Oh. Aber gewonnen habe ich dadurch nichts. Außer Gewicht. Ja, mit dem Champagner. Champagner. Ja, trinkt das gute Zeug doch. Ja, zumindest einer, der trinkt. So, Podiumpass braucht man nicht. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also, schön Stefan, für dich. Damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, und da schließe ich mich natürlich wieder an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.